Hallo. Hallo. Ich habe von meiner Rose ein paar Blätter mitgebracht. Die sind eingerollt. Ja. Oh ja. Also es gibt ja Blattrollwespen. Das sind so Wespenarten, die dann hier ihre Eier ablegen und dann dafür sorgen und das anstechen, dass sich diese Blätter einrollen. Aber hier sehe ich gerade, hier ist eine ganz andere Blattrollwespe. Also es hängt, die hängt hier dran. Ah, die guckt sie gerade raus. Sehen Sie, wie die da rausguckt? Oh ja. Also sie versucht sich jetzt ja gerade, kann man ganz gut erkennen, sie will sich hier wieder einspinnen. Ne? Also normal sieht man denn gerade so ihre Fresswerkzeuge. Sie frisst also das Blatt so rund ein und spinnt sich ein, um sich dann zu verpuppen. Und das haben wir jetzt natürlich ein bisschen kaputt gemacht und so. Jetzt, aber das kann man gut erkennen, wenn man jetzt hier unten sieht, wie sich das so eindreht. Ja? Ja. Und das war sie. Man sieht es am Kopf, an diesem braunen Kopf, da kann man daran erinnern, das ist eine Wespenart. Das ist eine Blattwespe, okay. Ja, die dort sich dann in diesem Blatt verpuppen möchte. René Wadas ist Gärtnermeister und Pflanzenarzt. Einer von ganz wenigen in Deutschland. Ja, was kann man machen? Also ich meine, also wenn es nur ein paar Blätter sind, dann würde ich das lassen. Weil auch die gehören einfach zur Natur dazu. Das heißt, wenn es überhand nimmt, kann man wirklich mal ein paar Blätter entfernen. Und wenn es wirklich ganz schlimm wird, dann nimmt man einfach ein bisschen Reinfarn und sprüht die Rose frühzeitig mit Reinfarn an. Mhm. Und dann geht das auch weg. Okay. Ja, das ist halt. Aber so ist es ja auch was ganz Tolles, wenn man sowas mal sehen kann.